Loser-App. Ich bin heute gut drauf. Das habe ich doch vom Böhmermann, das Loser-App. Herzlich willkommen zu einem neuen Video-Ausschuss-Report zum Digitalausschuss vom 14. April 2021. Heute hatten wir zwei Themen. Einmal den digitalen Impfpass. Über den werde ich euch ein bisschen ausführlicher was erzählen. Und als zweites Thema hatten wir einen Vertreter von Facebook zu Gast und den Botschafter von Australien. Da hieß es nämlich, dass Facebook in ganz Australien alle News-Links quasi verboten hat, also nicht mehr angezeigt hat. Erzähle ich euch zum Schluss. Jetzt geht es erstmal um den digitalen Impfpass. Da war das virtuelle Haus des Digitalausschusses richtig voll. Allein vom Bundesgesundheitsministerium haben wir 8 VertreterInnen da gehabt. Und dann gab es noch einen Vertreter von IBM und einen Vertreter des Startups YouBirch, die an dem Konsortium beteiligt sind, die am 19. März den Auftrag bekommen haben, diesen digitalen Impfpass umzusetzen. Damals hat das ordentlich Schlagzeilen gemacht und ehrlich gesagt, die halbe Welt hat sich scheckig gelacht. Deswegen hatte ich eine schöne lange Frageliste vorbereitet. Warum zur Hölle 5 Blockchains? Wie ist das eigentlich mit dem ökologischen Fußabdruck von 5 Blockchains, wenn man von etwas redet, das vielleicht zig Millionen BürgerInnen eines Tages benutzen? Die Fragen konnte ich alle durchstreichen, denn die Biggest News gab es gleich am Anfang. Es gibt gar keine 5 Blockchains mehr. Das war überraschend. Aber es gibt ja positive Überraschungen, also habe ich mich darüber sehr gefreut. Das BMG hat gesagt, sie haben das gar nicht wegen der Blockchains genommen, sondern höchstens trotz. Und sie haben zugegeben, dass es auch gar keinen Sinn macht, einen nationalen Alleingang, der übrigens auch schon damals ein überflüssiger nationaler Alleingang war, also damals 19. März, ist ja jetzt noch nicht so lange her, da war nämlich schon bekannt, dass die Europäische Union einen europäischen Ansatz plant, der nicht kompatibel ist mit 5 Blockchains. Der soll nämlich auf der Basis von Zertifikaten laufen, die in einer Hierarchie angeordnet sind, wo also zum Beispiel ein Impfzentrum in Deutschland ein bestimmtes Zertifikat bestätigen kann und die anerkennen sich dann gegenseitig in Europa, weil irgendwo registriert ist, dass das eine vertrauenswürdige Stelle für die Ausstellung eines solchen Zertifikats ist. Aber was gab es denn noch für Neuigkeiten? Da gab es tatsächlich mehrere gute Neuigkeiten. Gerade nach dem ganzen Drama rund um die Luca-App freut man sich auch mal sowas zu hören. Zum Beispiel, alles ist Open Source. Man kann es sich angucken, man kann es woanders integrieren, man kann sich davon überzeugen, dass es ordentlich funktioniert. Außerdem gibt es keinerlei zentrale Datenspeicherung. Weder in Deutschland noch in Europa. Keine zentralen Impfregister, nix. Die Daten, die irgendwo gespeichert werden, werden nur bei mir oder bei dir auf dem Handy gespeichert und sonst nirgendwo. Man löscht einfach die App, schwupps sind die Daten weg. Die sind ja gar nirgendwo anders. Auch nicht in diesem Backend, wenn der QR-Code erzeugt wird. Und das ist echt eine gute Nachricht. Dann war auch sehr viel die Rede davon, soll es eigentlich einen Zwang dazu geben? Es war ja die Rede davon, dass in Europa das vor allem eingesetzt werden soll, um einen Reiseverkehr an den Grenzen zu ermöglichen. Da hat man sich erfreulicherweise geeinigt, dass es keine alleinige Bedingung sein soll, so einen digitalen Impfpass vorzeigen zu können, sondern man wird einen mehrfachen Ansatz haben. Zum Beispiel können ja Kinder noch gar nicht geimpft werden. Was sollen die denn im Sommer machen mit geimpften Eltern? Wollen die vielleicht in Urlaub fahren und kommen nicht über die Grenze? Habe ich mal gefragt, wie so ein Fall dann ist. Aber es gibt ja diesen mehrschichtigen Ansatz, der heißt, entweder hast du einen digitalen Impfpass auf deinem Smartphone oder aber hast du vielleicht kein Smartphone oder willst die App nicht haben, dann lässt du dir vom Arzt mit dieser Impfpass-Anwendung, die der auf seinem Computer hat, einfach einen maschinenlesbaren Papierausdruck machen. Faltest ihn, steckst ihn in die Hosentasche, fährst zur Grenze. Wenn du auch das nicht willst, kannst du auch deinen alten gelben Impfausweis nehmen und damit an die Grenze gehen. Der soll auch anerkannt werden. Da hat man dann vielleicht keinen Fast Track, also einen schnelleren Durchgang an der Grenze, der mit maschinenlesbaren Optionen möglich wäre. Wenn man das auch nicht hat, weil man zum Beispiel 12 ist und es noch keine Impfung für einen gibt, dann kann man einfach einen Test machen und einen Nachweis über den Test bringen. Es gibt also viele verschiedene Möglichkeiten, über eine Grenze zu kommen. Ich habe gefragt, ja, wie ist denn das? Es geht ja nicht nur um Grenzen, es geht ja auch zum Beispiel um Türsteher, die einen vielleicht bei IKEA oder in die Kneipe oder irgendwo
nur mit so einem Ding reinlassen. Da gibt es offenbar noch ein paar Unwägbarkeiten, da ist man in Gesprächen. Natürlich stellte sich die Frage, ja, wann kommt das denn? Die Impfungen laufen ja jetzt endlich an, die Leute wollen vielleicht im Sommer auch irgendwo hinreisen. Am Ende des zweiten Quartals 2021 sollen wir das haben. Und das Ding besteht eigentlich aus drei Komponenten. Die erkläre ich euch mal ganz kurz. Die erste Komponente befindet sich im Impfzentrum oder beim Arzt, wo auch immer man gerade eine Impfung kriegt. Die ermöglicht, dass man überhaupt am Frontend, also am Bildschirm, die Daten einträgt, wer wann wo, womit, welcher Impfstoff geimpft worden ist. Und hinten dran beim Server, im sogenannten Backend, wird daraus dann ein Code errechnet, ein sogenannter Hash, der ein Prüfzertifikat kriegt und der einen QR-Code erzeugt. In diesem QR-Code sind die Daten hinterlegt und später auch auslesbar. Und zwar wer, wann, wo, womit geimpft. Das steht da drauf. Und diesen QR-Code kann ich dann mit meiner App beim Arzt einlesen in die App. Und dann habe ich die Daten in meiner App drin, kann die jedem vorzeigen. Und das ist die zweite Anwendung. Die dritte Anwendung, die ist dann der Typ an der Grenze oder die Türsteherin an einer Bar zum Beispiel, die dann mit ihrem Scanner diesen Barcode ausliest, den ich entweder auf dem Handy habe oder, ihr erinnert euch, das zusammengefaltete Papier in der Hosentasche, das mir der Doc ausgedruckt hat. Diese drei Optionen gibt es also, diese drei Teile der Gesamtanwendung. Jetzt muss ich aber gar nicht nur diese spezielle Handy-App haben, die IBM, UBirch und die anderen Konsortialmitglieder entwickeln werden, sondern es soll ein offener Baustein sein, den auch andere Apps integrieren können. Und in dem Moment, wo diese eine offizielle Impfpass-App auf den Markt kommt, Ende zweites Quartal 21, soll sie auch schon integriert sein in die Corona-Warn-App. Die kommen sozusagen gleichzeitig. Und auch andere Apps von Reiseveranstaltern oder Contact-Tracing-App, diese Loser-App, nee, wie hieß die gleich? Luca-App. Die könnte das eventuell auch integrieren. Es wird ein offener Standard sein. Zwei Fragen haben wir dann auch noch gestellt, nämlich, wie lange soll das Dings denn existieren? Ist das wie die Corona-Warn-App, wenn die Pandemie vorbei ist, stirbt die einfach einen schnellen Tod? Oder aber soll sowas dann weiter existieren? Und wenn ja, warum und wie lange und unter welchen Rahmenbedingungen? Da war das BMG relativ klar und hat gesagt, was soll man denn nach der Pandemie mit dem Ding? Nö, ist nicht geplant, das wird dann in Rente geschickt. Gut so, würde ich mal sagen. Und dann stellte sich die Frage, was ist denn eigentlich mit den ja doch schon ein paar Millionen Menschen, die vor Ende des zweiten Quartals 2021 eine Impfung bekommen haben? Wie kriegen die die Information denn in diese App hinein? Das scheint gar nicht so einfach zu sein. Im Moment ist das nicht vorgesehen, aber man ist da im Gespräch, denn die meisten Impfungen kommen aus den Impfzentren, für die sind die Länder zuständig. Was die Impfzentren auf keinen Fall neben dem Impfen noch schaffen, ist rückwirkend für ein paar Millionen Menschen solche Zertifikate an Handys generieren zu lassen, das schaffen die nicht. Da muss man also irgendeinen Weg der automatischen Datenfütterung sich ausdenken und das scheint noch so ganz klein im Embryonalstadium zu sein. Unklar war übrigens, was passiert eigentlich, wenn Leute einreisen in die EU oder vielleicht gibt es ja auch Impftouristen, die aus der EU woanders hingereist sind und haben sich dann Sputnik V in Moskau impfen lassen oder einen kubanischen Impfstoff oder vielleicht waren sie auch in Peking und haben sich den chinesischen geholt. Also irgendein Impfstoff, der von der europäischen Behörde noch nicht anerkannt ist. Das ist auch noch nicht geklärt. Da sind die Mitgliedstaaten der EU miteinander im Gespräch. Man wird da irgendeine Lösung finden und nicht pauschal sagen, die werden alle dann gar nicht anerkannt. Aber welche, das wissen wir noch nicht. Und wie viel kostet dieser digitale Impfpass? Der kostet keine 60 Millionen, nicht mal 20. 60 war die Corona-Warn-App, 20 werden im Moment für die Luca-App ausgegeben. Es sind nur 3 Millionen. Ist wahrscheinlich okay, würde ich mal sagen. Von der Corona-Warn-App wissen wir übrigens, dass die schönste App Probleme kriegt, wenn die Prozesse ringsherum nicht gut funktionieren. Beim digitalen Impfpass wäre das im Impfzentrum, bei den Hausärzten. Da habe ich mal gefragt, wie will man denn das eigentlich sicherstellen, dass das da besser funktioniert?
da ist man mit der Kassenärztlichen Vereinigung im Gespräch, einen technischen Proof of Concept, wie man das in der Ärztesoftware und so weiter schon einbaut. Das hat man offenbar positiv hingekriegt, aber bei den Prozessen ist man noch nicht so weit. Man hat ja noch ein kleines bisschen Zeit bis Ende zweites Quartal 2021. Das war's, ein Gesamtrundumschlag zum digitalen Impfpass. Jetzt noch ganz kurz zu Facebook in Australien. Die australische Regierung hat ein Gremium beauftragt, mal zu gucken, wie die großen digitalen Plattformen sich negativ auf die Presselandschaft auswirken. Die einen machen immer mehr Umsätze mit Anzeigen, die anderen immer weniger, kam überraschenderweise dabei heraus. Deswegen hat man überlegt, man reguliert da mal ein bisschen was rum und hat sowas Ähnliches überlegt wie das Leistungsschutzrecht in Deutschland, das ein ziemlich dämliches Gesetz ist. Aber das fand dort in Australien, wo es noch viel schärfer angewandt werden sollte, Facebook so schlimm, dass die von einem Tag zum anderen gesagt haben, Nachrichtenlinks gibt's nicht mehr bei Facebook. Und immer wenn irgendeiner jemandem anderen schrieb, hier, guck mal, musst du unbedingt lesen, Artikel, dann gab's den Link nicht oder den ganzen Post nicht, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall, kleine Nebenwirkungen sind dabei passiert, dass mit der Bereinigung der Newslinks nur so Spiegel, FAZ und Taz hat nicht geklappt. Es sind unglücklicherweise auch ein paar Notdienste verschwunden, ein paar Universitäten, die eine oder andere Regierungslinks waren dann auch weg. Und das fand dann keiner mehr so lustig. Dafür hat sich der Vertreter von Facebook auch ganz intensiv entschuldigt, hat gesagt, großer Fehler, hätte nicht passieren dürfen, haben wir aber auch ganz schnell bereinigt. Was ich richtig komisch fand, war allerdings der Botschafter von Australien. Meine Erwartung wäre gewesen, dass der gesagt hätte, wie viele australische PolitikerInnen übrigens auch, was fällt eigentlich diesem Monopol ein? Die machen hier eine Demonstration ihrer krassen Marktmacht und sagen, dann drehen wir euch eben den Saft ab, dann gibt's eure Links halt nicht mehr auf Facebook. Da muss man sich doch aufregen und sagen, spinnt ihr eigentlich? Was fällt euch ein? Das hat der nicht gesagt, der Botschafter, an keiner Stelle. Der hat dann zum Beispiel gesagt, ja, und Facebook hat ja auch nur für ein paar Tage die Links gesperrt und das dann aus Versehen und total unabsichtlich ein paar Notfalldienste und Regierungsseiten und Universitäten gesperrt wurden, das haben die ja nicht gewollt. Hä, ist der jetzt PR-Mensch bei Facebook oder was? Das hat mich total irritiert. Das Ende vom Lied war, der Botschafter und getrennt von ihm, der Facebook-Mensch, waren beide zufrieden. Wir haben einen Deal gefunden. Das klang echt so, als würde Trump gerade reden. Wir haben einen Deal gefunden. Wir machen jetzt ganz viele Deals direkt mit den Medien und dann kriegen die Geld und dann dürfen die da Links weiter veröffentlichen. Und dann hat er nebenbei gesagt, es wird auch einen neuen Dienst in Deutschland geben. Den gibt es schon in England und in den USA. Dieser neue Dienst heißt Facebook News. Soll eine eigene Rubrik sein, so wie der Marketplace heute. Und da soll man dann seriöse News finden. Also alle, die nicht Clickbaits und nicht Fake News sind, die soll man da finden können, wenn sie einen Vertrag mit Facebook schließen. Mit über 100 Medien in Deutschland hat man bereits einen solchen Vertrag geschlossen. Wir haben auch noch gefragt, was ist denn eigentlich mit den News-Medien, die jetzt nicht eine Zeitung sind oder ein Radio oder ein Fernsehsender, was ist denn mit Netzpolitik.org oder einzelnen Bloggern? Da hat er gesagt, das gilt alles auch, die können auch Verträge schließen mit Facebook. Der australische Botschafter meinte übrigens, für die Regulierung war auch ein Ausgangspunkt, dass es so ein extremes Machtungleichgewicht gibt. Aber jetzt kann ja der einzelne Blogger einen Vertrag schließen mit Facebook. Ist ja gar kein Machtungleichgewicht mehr jetzt. Nö. Aber der hat auch gesagt, man kann sich zu Verhandlungsgemeinschaften zusammenschließen. Also so 20 Blogger gegen Facebook klappt bestimmt. Aber immerhin haben sie eine Sache eingebaut, nämlich ein obligatorisches Verhandlungsverfahren. Da gibt es dann so ein Gremium, so eine Art Panel, da sitzen ein paar Leute von den Newsvertretern und ein paar Leute von den jeweiligen digitalen Plattformen drin. Und wenn dann zum Beispiel die 20 Blogger versucht haben, sich zu einigen und das klappte nicht, dann können die zu diesem Gremium gehen. Und da soll ein sogenanntes Baseball-Einigungsverfahren eingesetzt werden, das hat er so erklärt. Beide Parteien, die 20 Blogger und Facebook, schlagen einen Vorschlag vor und das Gremium entscheidet sich für einen dieser beiden Vorschläge und das ist dann bindend. Fand ich ja mal interessant. Kann mir nicht vorstellen, wie das in der Praxis ausgeht und funktioniert, aber so machen die das da.
Wie es weitergeht mit Facebook, das werden wir dann im Mai sehen, wann das kommt. Ich werde es auf jeden Fall genau beobachten. An dieser Stelle sage ich aber wie immer, vielen Dank fürs Zugucken bis zum Schluss. Kommt gerne wieder, abonniert gerne den Kanal, empfehlt ihn weiter, bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Aber man redet sich auch ein bisschen heiß.